Ja, servus und grüß Gott zu einem neuen Video der Tantra GmbH. Und heute begeben wir uns mal ein bisschen in den Buddhismus. Und ich habe heute einen Mini-Zen-Garten dabei. Ja, dann packen wir den als erstes einmal aus. Also, wir haben in der Ausstattung einen weißen, feinen Sand. Wir haben ein Bambusrechen mit dabei. Dann in unserer Tüte sind 5 schwarze Kiesel. Dann eine kleine Schale, die man verwenden kann, um eine kleine Pflanze einzupflanzen zum Beispiel. Und dann den Tray, also den Zen-Gartenboden. Gut, auf der Verpackung hinten drauf ist nur die Beschreibung, für was Zen-Gärten eigentlich stehen. Und da drauf gehe ich während dem Aufbauen einmal drauf ein. Ich habe jetzt da den Sand einmal neu da. Ja, und jetzt baue ich so einen Mini-Zen-Garten auf. Ich nehme die Kieselsterne, die in der Regel ungerade Zahl haben, also 5 oder 7 Steine, nimmt man dazu meistens und positioniere die willkürlich auf diesem Brett. Willkürlich deswegen, weil die Lehre sagt jetzt, die kommt ja aus dem Buddhistischen, die Lehre sagt, das soll also eine Landschaft widerspiegeln, und in der Landschaft gibt es keine Symmetrien, und deswegen sollen wir das auch asymmetrisch aufbauen. Also ich lege jetzt einfach mal so die Steine da so rein und dann schauen wir mal, dass wir den Sand so verteilt bekommen. Und allein so halt auch das Sinn von diesem Mini-Zen-Garten, den Mini-Zen-Garten immer wieder anders aufzubauen und damit zu spielen, soll schon eine meditative Wirkung haben und macht auch Spaß, das immer wieder neu zu gestalten. Ja, wenn ich den Sand jetzt verteilt habe, dann geht es ja um die Linien, die man in diesen Zen-Gärten immer wieder findet. Die Linien oder der Sand symbolisiert in so einem Mini-Zen-Garten das Wasser. Und deswegen auch diese Wellenlinien, die man da immer wieder findet, wenn man da Fotos sieht. Und genau um das geht's. Die Linien sollen auch wieder asymmetrisch sein, also nicht jetzt hier saubere geometrische Formen reinfahren. Natürlich macht man zum Beispiel um so ein Gefäß, zum Beispiel so einen Bogen. Und es sind immer wieder, ist immer wieder diese Wellenform, die halt dieses Wasser, die Wellen des Wassers symbolisieren sollen. Ja, wo kommt jetzt diese Zen-Garten-Geschichte her? Ja, die bekanntesten sind natürlich, oder so am meisten damit verbindet, sind japanische Zen-Gärten, werden angelegt in Teilen von botanischen Gärten oder halt im normalen Hausgarten. Und da nimmt man Ecken raus und ja, aufgebaut werden die immer oder sollen die immer mit Steinen. Und eben mit Sand oder Kies eben dann. Und in der Regel werden diese Zen-Gärten auch nicht bepflanzt, sondern das einzige Gewächs, das dort eigentlich geduldet ist, möchte ich mal sagen, sind Moose. Also wenn die Steine praktisch durch die Feuchtigkeit und so weiter Moos ansetzen. Also Moose ist eigentlich das einzige Grün, das in so einem Original-Zen-Garten, gibt es verschiedene Philosophien, in einem Original-Zen-Garten halt anzutreffen ist. Dann findet man immer wieder Bonsai-Bäume oder eben so japanische Schnittbäume, aber in der Regel auch bloß einen oder sehr wenige halt, die halt einen Blick auf sich ziehen und die halt für meditative Zwecke halt optimal sind. Ja, was gibt es jetzt noch zum sagen? Wer halt einfach keine Terrasse hat oder keinen Garten hat, um so einen Zen-Garten anzulegen,
Dafür sind diese Mini-Zen-Gärten gedacht. Die sind genauso für meditative Zwecke geeignet wie die großen auch. Man kann sich halt nicht reinsetzen und meditieren oder einfach nur ein Buch lesen oder halt eine Ruhe finden. Aber es ist so, wenn ich so einen Zen-Garten jetzt zum Beispiel in der Arbeit im Besprechungsraum mit auf dem Tisch habe, soll das eine beruhigende Wirkung haben. Und das denke ich mal auch im Wohnzimmer oder im Bad zum Beispiel, wo man eher ein bisschen runterkommt, da ist genau sowas von der Position her richtig. Der hektische Alltag, dem hektischen Alltag entfliehen, kann man ja mal ausprobieren mit so einem Mini-Zen-Garten. Und diese Rechenarbeit und immer wieder diese Umstrukturierung von dem, wenn man da einen Spaß dran findet, ist auf alle Fälle eine meditative Aufgabe und ein guter Zeitvertreib. Wir haben diese Mini-Zen-Gärten in verschiedenen Ausführungen, rund, dann dieser rechteckige, ein bisschen größeren haben wir auch noch. Ich verlinke unten die verfügbar sind, dann findet man die auch leicht. Gut, jetzt von der Größe her hat der Mini-Zen-Garten jetzt 20 auf 20. Und diese kleine Pflanzschüssel, wo man also so einen Bonsai oder eine kleine Pflanze halt oder einen Zögling rein tut, hat einen Innendurchmesser von 4 cm. Also viel bringt man nicht rein, aber so, um das geht es auch nicht, sondern es geht um das i-Tüpfelchen in diesem Zen-Garten. Das war's zum Thema Zen-Gärten von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch und eine schöne Restwoche. Und nächste Woche sehen wir uns zu einem neuen Video. Servus und viel Gott.